Heyo zusammen und willkommen zurück. Vor der Bank. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Warum habe ich manchmal Untertitel und manchmal nicht? Ich verstehe das nicht so ganz. Egal. Jedenfalls geht's jetzt weiter. Und ich würde ganz gerne versuchen, da hochzugehen, weil irgendwie scheint es da was zu geben, was ich mitnehmen kann. Bei Rorks Zähnen. Das ist sehr schön, dass die Sonne nicht mehr so sehr blendet, weil dann kann ich jetzt auch mehr sehen. Ich muss mehr schlafen. Ich weiß noch nicht, wo ich hier bin und wo ich... Oh, nicht gut, nicht gut. Hui. Okay, der kommt hier wieder runter. Heißt, ich kann jetzt hier hoch? Probably. Ohne Witz, ich kann hier einfach durch den Vordereingang rein. Wie gut ist das denn? Okay, da gibt es was mitzunehmen. Speichern. Aber da vorne ist die Überwachungskamera, richtig? Das tut weh. Hä? Hui. Da bewegt sich was. Nein. Glaube ich. Da bewegt sich was. Glaube ich. Nein, gar nichts. Alles gut. Treibt da jemand Spielchen mit mir? Nein. Wie kommst du denn auf sowas? Ich sehe Gespenster. Ich bin sicher, hier ist jemand. No. So ein Blödsinn. Ha! Sehr schön. Und... Hier war doch, glaube ich, auch irgendwo noch was, ne? Oh, ich sehe Schatten. Böse Schatten. Hier ist doch... bestimmt auch noch irgendwas zu mitnehmen. Ich brauche meinen Timer. Diese verdammte Stadt. So. So hungrig. Aha. Da war das andere. Ta-ta-ta. So. Jetzt muss ich nur wieder da hoch. Da hoch. Bitte. Danke. Sehr schön. Puh, und speichern. Auf dass ich nicht wieder am anderen Ende lande. Wenn ich jetzt hier mal wieder... Auszug 3. Ich gehe davon aus, dass ich alle Auszüge brauche. Das wäre zumindest relativ sinnig. Wo geht's hier lang? Sieht nach einer Eingangshalle aus. Wegen der Schwermut gibt's kaum noch Bärengruben und Hundekämpfe. Hm. Okay, da hinten hinzugehen ist ja ein bisschen schwierig, wie ich gerade festgestellt habe, weil da diese Frau rumdümpelt. Hm. Ich guck einfach mal. Wie es hier aussieht. Speichern. Speichern. Danke. Und los geht's. Aha, Kameras. Hier auch? Nein, hier nicht. Nur noch ein paar Stunden, dann geht's ab, wie sie reden muss. Hm. Mein Gott. Was, nur eine? Das ist doch eigentlich zu schaffen. Nur noch ein paar Stunden, dann geht's ab ins Sirene. Den interessiert das gar nicht. Sehr schön, sehr schön. Okay, wenn ich da vorne hingehe, sieht die mich. Gibt's ja auch eine, die mich sehen könnte? Nein. Aber da vorne könnte jemand sein. So hungrig. Hm, offensichtlich nicht. Geht mir das? Ist da sonst noch was zu mitnehmen? Die sieht mich nicht. Die würde mich nur sehen, wenn ich da vorne hingehen würde, richtig? Hihihi.
Ah, ich glaube, das könnte ich auch mitnehmen. Oh. Hey. Oh, dann war da gerade jemand? Nein. Meine Güte, da war nichts. Natürlich war da nichts. Regt euch ab, Teuerste. Ich wette, ich muss dahin. Die Dinger kann man austricksen. Man kann jede Kamera austricksen. Alles wird gut. Nein. Okay, da ist aber nichts mehr. Einmal hier hinten gucken. Nur für den Fall. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Man muss sich ja ordentlich umgucken, bevor man weitergeht, ne? Aber ich wette, da hinten der Raum, der wäre auch noch gut gewesen. Da, wo die Frau rumgelaufen ist. Ich habe einen Zettel mit ein paar Zahlen gefunden. Könnte das die Tresorkombination sein? Oh, den Zettel würde ich gerne haben, mein Freund. Jetzt müsste ich aber... Beechworth? Keine Ahnung, lag zusammengekrümmt zu ihren Füßen. Er hat bestimmt kein Gold mehr bei sich, sagt Trosser. Fulton zirkte die Achseln und beugte sich nach unten. Er durchsuchte die Leiche oberflächlich und richtete sich mit leeren Händen wieder auf. Nachsehen schadet nie. Sie standen in Beechworths Einzimmerwohnung. Wer immer ihn getötet hat, er hat etwas gesucht. Die Kommode war leer, ihre Schubladen daneben aufgestapelt und das Stroh aus der Matratze bedeckte den Boden. Ob sie was gefunden haben? Ganz bestimmt. Rosser und Fulton, ist das irgendwie so ein bisschen was wie Sherlock Holmes hier? Das klingt nach einem Fall, nach einem Mordfall. Musterten das Zimmer. Anscheinend hatte sie ihr Glück verlassen. Sie wollten gerade gehen, als Beechworth plötzlich versuchte, etwas zu sagen. Was, der Typ, der am Boden liegt? Was sonst? Ich hoffe, du hast ihn nicht liegen lassen. Doch, bitte. Natürlich nicht. Hab ihn in ein Schließfach gelegt. Welches? Weiß ich nicht mehr. Ich habe die Nummer in der Tasche. Rede mit Mrs. Maunders. Sie ist für die Sicherheit zuständig. Okay, ich brauche das, was er in der Tasche hat. Ganz dringend. Ein neues Dokument. Diese verdammte Stadt. So, upsa. Nicht immer aufrichten, Mann, das ist viel zu gefährlich. Das sieht uns doch jeder. Oh, Schloss knacken. Upsi. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Nein, nichts Heißes heute. Ganz ehrlich. Nein. Okay, wenn da jetzt nichts Wertvolles drin ist. Oh, ein Brieföffner. Ich bin begeistert. So, hier auch nochmal? Ne, da ist auch nichts. Schade, schade. Okay, jetzt brauche ich aber immer noch das, was der Typ in der Tasche hatte. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Papalapap, Rattenfutter. So furchtbar schlimm sind Ratten gar nicht. Ja gut, mit Kanalratten kenne ich mich nicht so aus, aber... Upsa. Aufrichten bitte. Danke. Auszug 2. Gut, dann würde ich jetzt gerne noch den ersten finden. Das wäre very nice. Dankeschön. Southry, der alte Direktor, soll kürzlich gestorben sein. Wirklich? Schade. Ich habe ihn immer gemocht. Er war deutlich nachsichtiger als Maunders. Natürlich nicht. Sie hat es schon die ganze Zeit auf mich abgesehen. Okay, ich bin gerade ziemlich still, tut mir leid, aber ich höre auch ein bisschen dazu, was die reden. Ein Jammer. Du kanntest meine Schwester nicht, oder? Das ist eine Bank, oder? Ich muss gerade irgendwie da drankommen. Ja, sehr schön, danke. Oh, dieses Licht nervt mich immer noch.
Wenn dich jemand so reden hört, landest du. Okay, ich kann wieder hier runter. Hey, ich kann hier hinten noch wieder hoch. Okay, kleinen Moment, kurz speichern. Ich bin so gut dabei gerade. Ich will jetzt nicht, dass das irgendwie verloren geht. Geht mir das? Was auch immer hier ist. Oh, ich will dieses dämliche Licht ausmachen, Mann. Ey, wenn hier jetzt nichts ist, ne? Werde ich verrückt. Noch Bärengruben und Hundekämpfe. Komm schon. Auf, Schloss, Schloss, auf, los, sofort. Wenn der Typ hier wieder herkommt, dann sieht er mich. Das ist so offensichtlich, wie ich hier rumlaufe, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Dass sie mich nicht sehen. Herrlich. Oh. Nein. Ich könnte schwören, da war irgendetwas. Nein, da ist nichts. Ganz ruhig, da ist niemand. Richtig. Puh. Das war knapp. Okay. Runter hier. Tresorkombination. Richtig? Dokumente. Gib mir das. Der Bankraub. Mechanische... Was? Ich kann nichts tun, was die falschen Alarme angeht. Diese mechanischen Augen kamen direkt aus dem Bergfried. Daher weiß ich nicht, wie man sie kalibriert. Für den Moment sollten ihr die Wachen... Solltet ihr die Wachen anweisen, sie zu ignorieren und sich vom Tresorraum fernzuhalten? Oh. Klingt irgendwie böse. Schließfach 7. Okay, ich muss das Schließfach finden. Bin ich da hinten nicht gerade hochgegangen? Da hinten bin ich hochgegangen. Hier kam ich wieder runter. Okay. Aha. Gib mir das. Hui, die habe ich doch vorhin gesehen. Okay, wo muss ich lang? Ich muss da oben hin, richtig? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Wie kam ich denn jetzt nochmal... hier? Ja, ne? Könnte hinkommen. Halt, Tür zu. Tür zu. Ist das nicht Tür zu. Dankeschön. Sehr nett. So, und jetzt hier durch, bitte. Irgendwie muss man ja zu diesen Schließfächern kommen. Gibt's eigentlich eine Karte? Habe ich eine Karte von diesem Gebiet? Das wäre sehr nice. Einmal speichern bitte. Danke. Karte ansehen? Okay. Na, ich muss wahrscheinlich doch oben her. Sieht zumindest stark danach aus. Okay, aufschrauben kann ich ja schon mal. Mit ihren Entscheidungen leben. Ja. Hört, hört. Na, kommst du jetzt nochmal hierher? Komm, 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 komm. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Dankeschön. Madam? Es tut mir sehr leid. Nicht gerade da. Was? Stehen die! Ach, schade. Das hätte ja klappen können. Nein, voll, voll, voll. Aua. Aua. Ja, mit Seilfallen, genau. Was zum Henker. Dämlich. Ich kann einfach nicht so schnell reagieren, wenn die auf einmal auf mich zukommen, Mann. Okay, ich denke, ich versuche einfach hier auszuweichen. Upsi. So müde. Okay, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Bei Rocks Zähne. Die kommt wieder hier rüber, oder? Kommt sie hier lang? Ja, sie kommt hier lang. Okay, dann muss ich also hierher zurück. Gibt's einen... Muss doch hier irgendwo einen Lichtschalter geben, verdammt. Das und das und mach hier auf. Nein. Oh, oh, oh. Dann war da gerade jemand? Nein.
Okay, ich hoffe jetzt einfach, dass sie irgendwann wieder vergisst, dass ich da war. Nein! Ah, oh, so ein Scheiß! Hilfe! Was? Ich dachte, die finden mich da drin nicht. Mann, oh. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass sie mich da rausgezogen haben. Okay, ich glaube, ich muss einfach... Ich muss versuchen, sie irgendwie auszuschalten. Anders geht das nicht. Ich muss nur darauf achten, dass währenddessen der andere Typ gerade nicht in der Nähe ist. Ach, es tut mir so leid. Mann, oh, ich will das eigentlich gar nicht. Ach so, ich muss erstmal aufschrauben. Scheiße. Okay, versuchen wir es nochmal. Ist er gerade da? Na, er kommt gerade. Hey! Ach Mann, jetzt nerv doch nicht. Das ist doch ätzend. So, bemerkt ihr mich hier, wenn ich jetzt durchgehe? Wahrscheinlich, ne? Ich war noch nie so hungrig. Nein, tut sie nicht. Sehr schön. Oh, ja. Okay. Huch, hey. Nein, 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 nein. Ich kann dich nicht da liegen lassen, meine Gute. Kalte Nacht. Okay, ich glaube, der geht nur bis zu dem Bücherregal vor. Und dann wieder zurück, oder? Komm schon, geh wieder zurück. Kusch. Schuschu. Hä? Wo ist er denn? Hauptsache jetzt, wo ich darauf warte, dass er um die Ecke kommt, jetzt kommt er nicht mehr. Das war so klar. Das war einfach so klar. Mensch. Den ganzen Tag schärfe ich meine Zähne für nichts. Okay, geht tatsächlich nur bis dahin. Sehr gut. Vielleicht kann ich mir jetzt dann deine Sachen mopsen. Noch zu riskant. Das? Okay, jetzt habe ich die Auszüge alle drei, glaube ich, zusammen. Kann ich das ja nachher mal lösen? Komm schon. Nichts? Sauerei sowas. Echt. Okay, jetzt muss ich nur warten, bis er hier wieder herkommt. Damit ich ihm dann seine Sache mopsen kann. Und ihn eventuell K.O. hauen kann. Muss es doch einen Lichtschalter geben für diese dämliche Lampe, Mann. Das nervt mich. Das ist da. Wir die ausschalten können. In Blackbrook verbringen sollen. Hättest du. Hast du aber nicht. Sowas blöd. Oh, ah, oh, interessant. Komm schon, kann ich das? Kann ich. Schnauze. Ich kann dein Rumgebrülle gerade echt nicht gebrauchen. Okay, danke schön. Komm schon. Oh Gott. Die sollten weniger futtern. Scheiß Eintopf liegt schwer im Magen, der liegt schwer in dir. Okay, unbedingt speichern. So. Zack. Ha, ich wusste, dass das was wert ist. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Okay, wo bin ich hier? Der da vorne schläft wieder. Sehr schön. Schön dunkel lassen hier. Okay, hier kann ich nirgendwo ran. Oh. Zack. Danke. Oh, hier glitzert so viel. Oh, ist ja schön. Ich hätte schon viel früher mal in diese Bank gehen sollen. Ist das reinste Paradies? Okay, da sind zwei Türen. Kann ich die beide benutzen? Nein, falsche Seite. Falsche Seite. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Da, danke schön. Okay, sieht nicht so aus, als wäre hier jemand. Ich
Oh, ich höre Kameras. Die machen Geräusche, die Dinger. Das ist gut. Okay, hier ist nochmal ein Schrank zum Verstecken. Ich gehe davon aus, dass ich den noch brauche. Ein Vermächtnis. Vermächtnis klingt immer nach Geld, das ist gut. Noch eine Tür. Damit kann man hier wahrscheinlich wieder hier vorne in den Raum, ne? Das ist überflüssig. Ah, so viele Dokumente. Nein, das stimmt nicht. Ich will auf die Dokumente, danke. Oh, so viel. Miss Maunders, den Namen habe ich doch gerade schon mal gehört. Mir ist bewusst, dass diese Bitte sich seltsam anhört, aber wie ihr wisst, hat mein Vater diese Bank geliebt. Die Familie hält es daher für angemessen, dass sein Vermächtnis irgendwo in dem Gebäude aufbewahrt wird, das so viele Jahre seine Arbeitsstätte war. Bitte wählt einen passenden Ort aus und informiert uns im Anschluss darüber. Und jetzt, wie auch immer. Bericht zur Tresorreparatur. Zweites Einstellrad des Tresorraums wie gewünscht repariert, von 8 auf 3 geändert. Okay. Okay, ich muss immer noch diese dämlichen Schließfächer finden. Zack. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich da irgendwo durch eine große Tür hätte gehen müssen. Ich speichere mal. Nur zur Sicherheit. Oh. Oh. Ein dunkler, leerer Raum. Was sagt mir die andere Seite? Nein, 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 pfui. Ich will erst gucken. Immer erst gucken. Okay. Kann ich irgendwie herausfinden, wo diese Schließfächer sind? Finde die Kombination. Ja, das ist ja gerade mein Problem. Woher soll ich wissen, wo diese komischen Schließfächer sind? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ich versuch's einfach mal hier. Hi, Kamera. Nein. Das hat keinen Sinn. Ich bin im Erdgeschoss, richtig? Oh. Gesundheit. Das war etwas unbedacht. Das gebe ich zu. Aber jetzt. Oh Gott. Fünf Stück. Das ist hart. Okay. Komm schon. Da. Oh. Nein. Oh. Komm schon. Jawohl. Holy shit. Das war gar nicht so einfach. Und jetzt renne ich direkt irgendwem in die Arme. Nein, tue ich nicht. Sehr gut. Wieder zumachen. Wenn der Typ nämlich aufwacht, weiß er direkt, dass wir hier waren. Das ist nicht so gut. Oh, 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 oh. Scheiße. Ah, ich hasse Kameras. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Da ist der Tresor. Toll. Ich brauche aber immer noch die dämliche Kombination. Die finde ich wo? In Schließfach Nummer 7. Super! Bringt mir aber nichts, wenn ich nicht weiß, wo die dämlichen Schließfächer sind. Sie sind bestimmt irgendwo da unten im Erdgeschoss gewesen. Ne, im zweiten Stock? Ich weiß nicht. Wow. Weiter. So, danke. Schloss knacken. Das ist aber Schließfach Nummer 11. 21, 23.
Ist das ein Schrank? Schrank zum Speichern? Sehr schön. Brauche aber Nummer 7. Nummer 7 ist mit Sicherheit auf der anderen Seite. Nummer 13. Gut. Nehme ich auch. Da sind bestimmt wertvolle Sachen drin. Danke. Dass es so einfach ist, diese Bankschließfächer aufzukriegen. Meine Güte. Oh, leer. Blöd. Nicht, dass ich damit irgendwelchen Alarm hier auslöse. Das wäre blöd. Das wäre ganz blöd. Was haben wir hier? 14, 12, 11, 13. Andere Seite. Ich wusste es. Warte, was haben wir hier? 9. Ja, sag ich doch, andere Seite. Manjo. Wenn die jetzt alle leer sind, die ich hier knacke, das ist doch... Mann, das wäre voll gemein. Die verarschen mich. Die sollen mich aber nicht verarschen. Geht doch. Na also. Also werde ich jetzt doch jedes einzelne Schließfach knacken, bei dem das hier geht. Aber dass hier nichts bewacht ist, das ist doch Wahnsinn. Ich meine, klar, hier sind Kameras, aber nur Kameras? Ernsthaft? Ich meine, so komme ich an den Tresor natürlich erstmal noch nicht ran. Ich muss erstmal schauen, dass ich die irgendwie außer Gefecht setze. Aber wie? Ich muss da oben hin. Okay, aber ich habe schon wieder meine 24 Minuten. Ich wusste es. Damit beende ich dann mal wieder den Part. Wir widmen uns Schließfach 7 und dem Tresor dann im nächsten Part. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ne? Wichtig. Schaut unten in die Videobeschreibung, weil wichtige Links. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!